Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen, ich weiß nicht, Unboxing-Hardware-Video in einem. So, dann weg. Ich habe nämlich zur Verfügung gestellt, ihr kriegt von Bionic Aufsätze für den PS4-Controller. Und die werden dann so raufgeklickt und dann sind die da ein Stück länger und dann kann man da nicht so schnell runterrutschen. Ich mache euch erstmal ein Stück tiefer, packen wir erst erstmal aus. Ich brauche erstmal mein Messer dafür. Ach, wir haben hier auch. Können wir auch so aufmachen. Sieht man das? Ja. Haben wir vier Stück mit bei. Die gucken wir uns dann auch gleich mal etwas genauer an. So, hier sind auch noch. Und hier ist auch noch Klebeband. So, haben wir die Verpackung. So, machen wir so. Zwei sind schon mal rausgefallen. Dann haben wir hier so. Ich denke mal, das sind Klebeteile, Klebepads, dass wir sie festkleben können. Da sind zwei Stück mit bei. Mit 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ja, jeweils 8 von den Dingern. Dann haben wir hier, ich glaube doch, da werde ich Unboxing- und Hardware-Video machen. Genau. Habe ich mir schon richtig gedacht, die werden raufgeklebt, damit sie ein bisschen besser halten. Sieht man das? Das werden wir dann gleich machen. Hier ist es auch nochmal erklärt. FG1, FG2. Sehr schön mit Bildern erklärt, FG3, FG4, aber von hinten nach vorne. Und dann kommt Englisch, Französisch, Espanol, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch und ich denke mal Chinesisch. Also es ist wirklich kinderleicht erklärt, wie das raufgemacht wird. Da werde ich mir gleich mal einen Controller noch holen, wenn wir das raufmachen. Vielen Dank, dass Sie Bionic ein Produkt entschieden haben. Installation verwenden Sie mitgelieferte Kleber FG1. Garantie, alle Produkte verfügen über so, ja, und dann haben wir jetzt hier vier so eine Dinger drin. Na, mal rausfallen. Ich gucke mir die mal an noch schnell, bevor wir was machen. L2, R2. Hier steht auch L2 und R2 drauf, dass man sie nicht durcheinander bringen kann. Ich gucke gerade nur, ob die gleich sind. Doch, die sind exakt gleich. Oder? Ne, der eine ist weiter hochgebogen. Würde ich jetzt so sagen. Was
das mal, ich mach das mal hier so. Ja, der eine ist ein Stück weiter hochgebogen. Ich zeig euch die mal nebeneinander. So. Also der hier ist, finde ich, ist ein Stück weiter hochgebogen. Ich werde das aber gleich nochmal prüfen. Es kann aber auch sein, dass es nur die Optik so ist, dass es so wirkt, als wenn die verschieden sind. Ich werde mir jetzt erstmal einen Controller raussuchen. Ist ein kurzes, knackiges Unboxing. Also wir haben 4 von den Teilen mit bei. Wir haben eine Anleitung mit bei. Wir haben Aufkleber mit bei. Und da werden wir mal gucken, ob wir das jetzt gleich vernünftig hinkriegen. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen für das Unboxing. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wenn wir das anbauen werden. Und von der ersten Probe, wie es sein wird. Also ich habe jetzt hier einen Controller, aber ich werde noch einen holen. Und dann werde ich es die nächste Zeit testen und dann werde ich später dann nochmal ein Video machen und sagen, wie es mir gefallen hat und was mir gefallen hat und was mir vielleicht nicht gefallen hat. Jo, bis dahin. Haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.